tagsüber im Alltag auch Frauenkleider, ist das richtig? Ja, ist richtig. Warum tun Sie das? Weil es mir Spaß macht, weil ich mehr gerne meine weibliche Seite, die ich auch in mir trage, als Mann auch tagsüber ausleben möchte. Ich bin natürlich auch betitelt worden Königin der Nacht und solche Titel hängt man uns ja dann gerne an, weil man Transvestiten normalerweise nur nachts sieht. Und ich denke, meine Aufgabe besteht auch darin, dass ich mich tagsüber so präsentiere, vielen Menschen, die die gleiche Veranlagung haben, sage ich mal, zu ermutigen, einfach auf die Straße zu gehen und es täglich zu leben, damit es auch nicht so eine Randerscheinung bleibt. Also wenn man es in Medien sieht oder von anderen Künstlern im Fernsehen vermittelt bekommt, ist es immer eine andere Sache, als wenn man dem gegenübersteht. Und ich denke mir, das erreicht man nur in der Normalität von Transvestitismus oder Crossdressing, wie immer man es benennen möchte, erreicht man nur, indem man es auch wirklich tagsüber macht. Und fühlen Sie sich denn als Mann oder als Frau? Als weiblicher Mann, also schon Mann, also schon männlich belegt, weil es ist ja so, wie ich geschaffen worden bin. Aber ich denke mir so, ich trage auch gerne die weibliche Seite auch als Mann zur Schau praktisch. Das heißt aber, Sie mögen auch Ihren Männerkörper? Ja, doch. Ja. Haben Sie schon mal an eine Geschlechtsumwandlung gedacht? Also ging es schon mal so, weit, als dass Sie... Als es mit mir anfing, als so die Entwicklung losging, wo ich dachte, so, ich müsste jetzt ein bisschen was tun und mich selber leben und nicht mich verstellen. Ich bin natürlich auch in Sportstudios gegangen und habe probiert, männlichen Körper anzutrainieren. Muss einfach erkennen, was man hat, also wie man gebaut ist, wie man innerlich auch konstituiert ist. Und ich habe am Anfang dran gedacht, ich habe auch Hormone genommen und habe dann eben die Nebenwirkungen gespürt. Und es irgendwann kam für mich der Fall nicht mehr in Betracht, wo ich dachte, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt sehr viel Grau dazwischen. Und warum nicht die Grautöne leben? Warum nur entweder Mann oder Frau? Das heißt, Sie warum haben von nicht dem Zwischenwesen? Von dem Moment an haben Sie Ihren männlichen Körper auch wieder schätzen und lieben gelernt. Ja, schätzen und lieben gelernt und habe gedacht, nee, ich muss jetzt nicht dem Druck der Gesellschaft weichen und sagen, ich muss jetzt entweder eine Frau oder ein Mann sein. Nur ich denke mir, ich kann beides sein und lebe das so vor. Und es gibt ja auch Frauen, die Männerrollen, also männliche Kleidung übernehmen. Das war in 30er Jahren ein Skandal mit Marlene. Heutzutage ist es auch normal, dass sie mit Stiefeln und Hosen hier sitzen. Stimmt. Werden Sie manchmal von heterosexuellen Männern angesprochen als Frau? Inwiefern? Also sie mir jetzt wirklich definitiv eine Freundin, glaube ich. Also es kommt immer darauf an, ich meine, ich kann es sehr gut werten, weil ich mache es jetzt schon 10 Jahre. Am Anfang habe ich wirklich war ich der Illusion erlegen, dass die jetzt wirklich glauben, ich wäre eine Frau. Aber inzwischen, selbst wenn ich mich schminke, sehe ich den Mann in mir. Und wenn Leute 300 Meter Entfernung mir aus dem Auto zurufen, du blöde Tunte, wie auch immer, dann ist es offensichtlich, irgendwas ist männlich, irgendwas stimmt nicht. Weil so wie wir aussehen, sehen einfach keine Frauen aus, Art 1. Und wenn ich eine Frau wäre, würde ich bestimmt auch nicht so aussehen, weil es sind zu viele Metaphern, die man da erfüllen muss. Das ist aber ein anderes gesellschaftliches Problem. Und die Männer, die mir dann begegnen und die auch mit mir wahrscheinlich sexuellen Kontakt haben möchten, wissen, glaube ich, die brauchen die Illusion zu glauben. Ich glaube nicht wirklich, dass sie mir eine Frau sehen. Sie würden, sie wissen genau, was ab der Gürtellinie abwärts passiert. Und das ist auch gut so, aber die haben die Illusion oder das Verlangen, ich meine, männlich-weiblich, die Annäherung passiert auch nur, indem man die Gegenseite besser versteht. Also ich denke mal auch so, wenn ein Mann weiß, wie es sich anfühlt, penetriert zu werden, kann er die Frau, die er nächstes Mal penetriert, vielleicht besser verstehen, wenn sie sagt, nee, heute möchte man nicht. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Spiel mit den Geschlechtern, mit den Sexualitäten. Und insofern finde ich es natürlich gut, wenn, aber ich glaube nicht wirklich, dass sie denken, ich bin eine, um auf die Frage zurückzukommen, dass ich eine Frau bin.